Warum ist Donner und Pfropfen? Pfropfen und ein Fallschirm. Wo kriege ich einen Pfropfen her? Ominös. Ja, was soll ich denn hier? Zurück zum Clowns Zirkus. Wenn wir jetzt hier den zweiköpfigen Sven benutzen, dann jetzt versuchen wir mal das andere zu nehmen. Ein Arschgeier! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mutten fern. Ach, verdammt mich doch. Sehr witzig. Fand ich auch. Ratlos, ratlos. Ratlos stehe ich da. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss mich hinlegen und ein bisschen nachdenken. Ich habe Kopfschmerzen. ist jetzt hier Pfropfen. Was können wir jetzt Pfropfen benutzen? Die Hose offensichtlich nicht. Gut, bis gleich. Haben wir hier noch irgendwas vergessen, was war? Hier liegt eine Mütze. Eine pfropfenartige Mütze ist doch hier. Schau mal auf den Fetzen hier. Nein, wahrscheinlich. Eine Pfropfen. Das ist der Pfropfenmütze. Das können wir doch. Der Fallschirm haben wir jetzt die Hose. Ohne Faden. Das müssen wir das irgendwie auch ohne auskommen. Aber bestimmt jetzt. Mit sich Mützen da reinpacken, das Loch. Um dieses Loch zu verstopfen, ist die Mütze einfach nicht fest genug. Ach, verarsch mich doch nicht. Wie gehen wir weg? Ist nicht fest genug. Steine? Was? Ach, nichts weiter. Ich hatte da nur so einen. Ich dachte, war fest genug und. Hallo, ihr zwei. Ingo! Ach, Ingo, groß. Der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Es blitzt und donnert jetzt extrem. Ich denke, man hört's. Laut genug ist es. Wenn die Verbindung abbricht, ist ein Blitz eingeschlagen. Verbindung unterbrochen. Das Internet kaputt gemacht. Es war ein Fehler, dir davon zu erzählen. Er will doch nur helfen. Unmöglich. Er ist und bleibt ein Grünschnabel. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ein Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich... Du bist ein Trott. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Nein, es sind 11. Das Typchen in der Höhle, oder was? Unser Grünschnabel wird das auch gleich bestätigen. Also,
Wie viele Augen hat ein... Elf. Denk mal, können wir zählen oder was? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet... Ich weiß es. Sie wohnt... Ich quatsch, meinst du? Sie wohnt in der Mitte des Sees. Also. Nicht in der Höhle. In der Mitte des Sees. Du bist ja doch kein Grünschnabel. Was? Oh, okay, das war die richtige Lösung. Hab ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Schlangenwesen ist ja die Tatsache. Dann elf Augen und... Was war das andere? Egal. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Ralf und Ingo. Okay, jetzt haben wir Steinpulver. Vielleicht. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh, okay. Oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. So eine Steinmütze. Okay, die ist jetzt bestimmt fest genug. Können wir doch jetzt bestimmt ins Pfropfen für den Baum benutzen. Da können wir es dann doch bestimmt auch draufsetzen, oder was? Haben wir doch jetzt bestimmt alles. Fallschirm haben wir doch jetzt auch. So, rein. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Okay, nehmen sie wieder weg. Wir müssen nämlich erstmal noch die Munition unten anzünden. Ja, ich hoffe, man hört dann den Regen jetzt nicht zu laut. So, Feuerspot. Bomben. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nicht hier raus. Nichts voraus hier. So, und jetzt. Nun aber schnell. Sitz. Nun aber schnell. Nicht rumtrödeln, Sedgwick. Die Lunte brennt schon. Okay, wirst du Pfeil in die Hose benutzen oder was? Nicht rumtrödeln, Sedgwick. Die Lunte brennt. Okay, da fehlt noch. Da scheint noch was zu fehlen. Vielleicht könnte ich die Hose als Fallschirm benutzen. Aber wenn ich einfach so von hier abspringe, würde ich es nicht einmal zum See schaffen. Ah, du kannst doch hier auf der. Das ist doch hier der Steinmütze. Du setzt dich drauf und. Vielleicht kommen wir jetzt bloß wieder runter. Was sagst du? Springen? Das ist keine Lösung. Willst du es erst einmal allein? Schon gut. Aber die Lunte brennt schon und ich bin. Es ist Steinmütze. Draufsetzen. Nicht rumtrödeln, die Lunte brennt. Schnell, Spot, komm, es geht los. Oh je. Oh, es klappt. Oh. Kaum. Und ab die Post. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Du kannst doch nicht schlafen, wenn du... Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick, es ist an der Zeit. Erwache! Drums. Okay. Kapitel 2. Kalidas Erwachen. Ouch.
Was? Wo bin ich? Das freut mich auch. Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal, woher du kommst. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar. Und was mache ich jetzt? Ich muss Kalida finden. Kalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Bist du etwa Kalida? Ich? Nein, aber ich bin ein Teil von Kalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ganz genau. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art und Weise. Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Kalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Aha. Ich verstehe mich noch. Hey, warte noch. Wie meinst du denn das alles? Hallo? Ich habe da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Kalida länger dauern könnte. Das habe ich auch. Flug mit der Kanone beendet. Kapitel 1. Dann mal Blasen. Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste meiner Optionen. Irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ich auch. Das ist unser bisschen nicht alleine, Cedric. Cedric. Die Blasen und so, das gehört bestimmt zum längeren großen Rätsel. Denke ich. Und wir haben nichts im Inventar. Okay, alles unterwegs verloren. Wie es sich gehört. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Aha. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ach du Schreck. Gute Nacht, Mama. Oh, Kerzen ausgepustet. Gute Nacht, Mama. Okay. Mit Feuerspot können wir sie dann wieder anzünden. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Das stimmt. Hier, Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Ohren im Wasser, okay. Wir sollten aber erstmal hier hingehen. Uah. Noch mehr Kerzen zum Auspusten. Scheint wirklich was zu sein, die Lichter hier auszupusten. Was einem auffällt, wenn man Whispered World spielt, ist, dass am Anfang von jedem Kapitel Sedwick erstmal aufsteht, sich aufrappeln muss. Ich wurde ja mal gefragt, und ich leite diese Frage an Marco weiter. Warum ist das so, Marco? Ja, ist halt hingefallen, ne? Es hat nichts mit seinem Zustand am Ende des Spiels. Also nicht spoilern. Zu tun. Nicht spoilern. Was wir jetzt eigentlich Spoiler nicht verraten wollen. Spoiler. Wir wollten ja wirklich auch Geräusche machen. Kommt er zurück? Wird er gerade? Ach, das erinnere ich wiederbelebt. Das stimmt. Wir hatten wirklich
Musik krass. Auch extra dafür gemacht. Und genau das hatten wir 2001. Was sind Spanner? Ah, dazu kann ich noch mal hier einen kleinen Gruß an Finn und sein Team senden. Ich glaube tatsächlich, bei Whispered World hat auch noch Jan Werkmeister selber Hand angelegt und hat auch ein paar Titel dazu beigetragen. Die haben halt echt einen großartigen Job gemacht, als sie halt die Musik zu Whispered World komponiert haben. Wunderschön. Genau. Es war richtig so eine Themenmusik, wo es halt ein Thema für den Stillstand und ein Thema für das Clown-Dasein von Cedric gab, die man so gegeneinander steuern konnte und so weiter. Die haben echt sehr viele, sehr, sehr tolle Ideen haben. Ich glaube, Jan hat auch tatsächlich selber in die Tasten gegriffen und das Klavier selber aufgenommen und dann hatten die halt ein kleines, aber feines Ensemble von Live-Musikern da. Also eine Oboistin, glaube ich. Hat ein sehr reduziertes, kleines Kammerorchester sozusagen, die dann halt den Soundtrack aufgenommen haben. Es gibt auch Fotos irgendwo im Internet von diesen Soundaufnahmen, bei denen ich leider nicht zugegen war. Aber ist sehr schön geworden. Ja, der Soundtrack klingt doch nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Eine kaputte Schaufel. Das war doch bestimmt mal unsere. Können wir doch mitnehmen. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Vielleicht mit der Schaufel. Der kaputten. Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil zu durchtrennen. Ich brauche was Schärferes. Tja. Gehen wir doch hier mal entlang. Ach, da verlassen wir den Screen. Okay, dann können wir vielleicht gehen wir nochmal. Ja, einer meiner Lieblingsscreens. Ja? Ja. Okay. Gefällt dir nicht so. Ja. War zusammengeschustert aus anderen Screens. Daher. Ich weiß, hier ist spielerisch ja gar nicht so viel los, aber wieder einmal sehen wir, es ist eine etablierende. Wir sehen halt das Dorf, in das wir uns gleich begeben. Oh, ein Dumpf. Hurra. Textmäßig habe ich hier eine der schönsten Reaktionen geschrieben. Ich glaube, wenn man links die Kerze auspustet und Cedric nochmal so: Mach's gut, Mama. hinterher schießt. Das macht er aber gar nicht. Als ich das geschrieben habe, wurde mir ganz anders so selber. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen, was irgendwie plötzlich so krass war. Ja, hat irgendwie gewirkt. Ich hab's drin gelassen. Ja, war auch super. Er hat sie da rausgenommen. Mein Gott, wenn ich jetzt irgendwas erzählen könnte, wäre irgendwie, dass ich unten die Wellen dann nochmal überarbeitet habe. Oh mein Gott, hey, das kommt. Die Wellen noch? Ja, ich habe die Wellen nochmal überarbeitet. Das kommt viel Aufwand. Aber zum Thema grafischen Aufwand warten wir lieber bis zum nächsten Raum, weil da ist mal richtig, richtig grafischer Aufwand. Lass mal den nächsten Raum betreten. Machen wir das. Schauen wir uns mal den grafischen Aufwand an. Aha, okay, das ist grafischer Aufwand hier. Oh, bestimmt auch Kerzen auspusten, oder? Kerzen. Sehr schön. Ja, zu dem Raum könnten wir eigentlich ein bisschen von der Geschichte so erzählen, wie am Anfang das Ganze mal ein bisschen vorgesehen war. Also am Anfang sollten da eigentlich Erinnerungsdiebe leben, die Erinnerungen in Perlen pressen. Wenn man diese Perlen dann irgendwie geschluckt hat oder zu sich genommen hat, auf irgendeine Art und Weise, dann hätte man die Erinnerungen von der Person, von der diese Erinnerung kam, eigentlich in sich aufgenommen, kam uns aber bei weitem zu groß vor. Für diese Situation. Ach, nicht doch. Zu mächtig. Das hätte halt eine komplett neue Metapher aufgemacht. Genau. Das ist eine coole Idee trotzdem. Ja, ich fand es auch nicht schlecht, aber es wäre halt unpassend, weil es eigentlich auch ein kleineres Kapitel ist und sehr stark aus der kompletten Geschichte rausgerissen hätte. Krass. Ich weiß zu diesem Screen noch, dass du
bei diesem Screen so ein Making-of mal gezeichnet hattest, wo du halt, oder war das überhaupt der Screen? Nee, das war der nächste Screen. Ja, es war ein Screen mit einem Mond auf jeden Fall auch. Dann bin ich still, bis ich den Raum tatsächlich wiedererkenne. Auf jeden Fall, an diesem Screen hast du ja Jahrhunderte rumgearbeitet. Es gibt ja Layer über Layer über Layer und das Ganze noch irgendwie, weiß nicht, in vierfacher Größe oder so. Ja, ich glaube, am Ende war er so 4x4 Meter groß, wenn man ausgedrückt hatte. Ja. Total verrückt. Unten rechts ist auch ein kleines Häuschen, das sieht man nie im Spiel. Das war eigentlich vorgesehen für eine weitere Figur. Diese Figur lebt da auch noch. Sie winkt auch die ganze Zeit, aber wir sehen sie nicht. Ja, es gibt keinen Weg mehr. Deswegen, sure. Möglicherweise ist sie längst verhungert. Das könnte auch sein. Grausam verhungert. Die arme Figur. So viel Mühe gegeben für eine winkende Person, aber man sieht sie nicht. Nicht mal das mehr. Ja. Hätte man das mal hier in, nicht im quadratischen Format, sondern im 16:9 gemacht, dann hätte man da vielleicht nur das Häuschen mit der winkenden Person gesehen. Aber nein. Okay, hier geht's hoch. In der Glocke. Ohne das Glockenseil kann ich das wohl getrost vergessen. Okay, das Seil ist da unten. Wie soll man die denn bloß läuten? Das Glockenseil fehlt. Ich weiß, wo das Glockenseil herkriegen, aber ich weiß nicht, wie wir das Glockenseil herkriegen. Wo, ja, wie? Ich weiß nicht. Kerzen auspusten. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber pusten wir einfach mal. Können sie wieder anzünden, wir haben ja Feuerspot, falls benötigt. Hier ist eine Tür, nur die mal nicht fest verschlossen war. Verschlossen. Hätte ich's nicht gedacht. Hallo? Jemand zu Hause? Keiner da. Verschlossen. Okay, gehen wir mal hier lang, pusten wir noch ein paar Kerzen aus. Und schauen dann weiter. Was haben wir hier? Oh, hier können wir auch hingehen. Ich habe ja erstmal Kerzen auszupusten. Oh, da können wir hin. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oha. Ein Feuerstein. Ein Rad. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Okay, wir müssen die Fabrik zum Laufen bringen. Anzeigen. Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, von denen ich nichts verstehe. Was gleichzeitig wohl auch bedeutet, dass ich insgesamt deutlich weniger herumhantieren sollte. Tja. Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Ich sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder noch besser, ich ignoriere die Dinger einfach und konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe. Wie du meinst? Sie sind aus. So lässt sich außer vielleicht... Es gibt doch irgendwann mal ein starkes Rätsel hier. 4 Anzeigen, die wir hier machen können. Da kann man das doch irgendwie... Ja, die Perlenpresse. Ein weiteres Relikt aus Markus' Idee. Mit den Erinnerungsperlen. Natürlich sind die Perlen hier auch wichtig trotzdem. Aber woran mich dieser Screen am meisten erinnert, ist natürlich an Spot und Sedgwicks Umgang mit Spot. Weil da gab es halt zwischen Marco und mir immer großen Streit sozusagen. Wobei, also diese ganzen Ideen, so dass Sedgwick andauernd irgendwelche recht sadistischen Dinge mit Spot tun muss. Für die dieses Rätsel hier noch nicht gelöst haben, verschweige ich mal, was das in diesem Fall ist. Dachte ich einfach, da so eine Tendenz erkannt zu haben
und hielt das nur für logisch. Also Marco und ich sind ja quasi parallel auf die Idee gekommen, unseren Protagonisten in unseren Spielen ein quasi unzerstörbares Kuscheltier an die Seite zu setzen. Und was halt auch immer irgendwie Sinn macht, weil man auf so ein Tier, also in diesem Fall ja mehr Haustier als Kuscheltier, also bei Edna war es natürlich der Harvey, da kann man halt der Harvey, der gute Alte, die gesamten Unterbewussten, man kennt die noch, und so weiter drauf projizieren, und es nimmt einem nichts übel. Und das meinte ich dann halt auch erkannt zu haben als der wesentliche Charakterzug von Spot, der sich halt bis zum Aussehen, aber eben auch Trinken ist wichtig bei der Hitze, spiegelt, dass Spot Sedgwick halt nie etwas krumm nimmt. Er ist halt unzerstörbar sozusagen. Und das ist ja auch genau eine Sache, mit der Sedgwick hadert. Und zwar, dass halt alles immer irgendwie kaputt gehen muss. Er leidet darunter, dass er ständig Sachen kaputt macht und halt quasi scheinbar nicht in der Lage ist, halt irgendwie Sachen zu konservieren, in ihrem Zustand zu behalten. Und das der Einzige, der sich halt ein bisschen gegen wehrt, ist Spot, also der ihm halt das Gefühl gibt, dass manche Sachen eben doch so bleiben, wie sie sind, was natürlich im Endeffekt auch noch wunderhübsch aufgelöst wird am Ende des Spiels. Ich denke, das sind alles so Sachen, die so sehr war Marco auch, du kannst mich ja gleich mir gleich gerne widersprechen, einverstanden war. Aber auch in der Kommunikation, um halt irgendwie dieses, also wenn Sedgwick direkt mit Spot spricht, habe ich dann halt oftmals eine Haltung gewählt, wo Sedgwick richtig gemein zu Spot ist, was ich halt ganz cool fand, weil er braucht ihn ja, die beiden, also Sedgwick braucht Spot einfach, eben auch, um mal Dampf abzulassen und halt seine eigene Unzulänglichkeit halt irgendwo auf jemand anderes zu projizieren. Das fand ich immer ganz gut, aber Marco war das viel zu heftig immer. Da haben wir uns ein paar Mal richtig in die Haare bekommen. Ich habe am Anfang halt immer an meinen eigenen Hund gedacht. Ich habe so einen kleinen Mops, der heißt Vito. Und ich dachte, ich würde mit meinem Hund sowas ja wahrscheinlich niemals machen. aber Pucky hatte halt eine wunderschöne Entwicklung einfach in der Geschichte mit reingebracht, die am Anfang, die ich einfach noch gar nicht so gesehen hatte, aber die dann wirklich richtig schön in der Geschichte auch rüberkam. War schon die richtige Entscheidung. Puh, da bin ich erleichtert. Tja, die Entwicklerkommentare immer wieder schön. So, ich glaube, ich komme mal gerade nicht weiter, also erstmal hinaus. Hier hoch können wir noch rein. Hallo. Hm? Oh, was ist denn das? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Sedgwick. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ja, sehr lustig. Aber gib dir keine Mühe, kleiner Clown. Du kannst mich auch nicht mehr aufhalten.